Sehr geehrtes Präsidium, werte Kolleginnen und Kollegen, Hohes Haus. Vorab darf ich mich mal bei jedem Einzelnen bedanken, die jetzt fast schon Tag und Nacht unterwegs sind, um gegen den Coronavirus zu arbeiten, um ihn einzufangen. Denn gerade dieser Virus trifft unsere ältere Generation besonders hart und es ist unsere Aufgabe, diese Generation zu schützen und ihnen das bestmöglichen Maßnahmen angedeihen zu lassen und ein Altern in Würde zu gewährleisten. Für ein Altern in Würde gehört auch, aber auch die finanziellen Leistungen, die Pensionen. Darum freut es mich heute besonders, ich begrüße es, dass wir heute diese Klarstellung durchführen können, nämlich dass bei den Ausgleichszulagenrichtsätzen, damit auch der Familienrichtsatz, der Ehegattenrichtsatz gleich wieder ganz normale Ausgleichszulagenrichtsatz um 3,6% angehoben wird, rückwirkend ab 1. Jänner. Und diese Anpassung bzw. diese Klarstellung ist richtig und gut, bedeutet für unsere Pensionsbezieher gar nicht so wenig Geld, was sie jetzt auch nachbezahlt bekommen. Der Richtsatz wird von 1.472 auf 1.524 Euro angehoben. Das sind in Euro ausgedrückt, also das sind die 3,6%, in Euro ausgedrückt monatlich 52,99 Euro. Das 14 Mal im Jahr sind es immerhin jährlich 741 Euro mehr, welche durch diese Korrektur, ist ja ursprünglich also ausgegangen von einem Antrag von der Sozialdemokraten und von uns Freiheitlichen, dass wir von diesem ursprünglichen Antrag den Senioren, den Pensionsbeziehern jährlich jetzt zumindest die 741 Euro noch mehr dazugeben können. Schade finde ich, dass der auch wieder freiheitliche sozialdemokratische Antrag bezüglich der Ausweitung des Widerspruchsrechts gegen Bescheide der Pensionsversicherung von Schwarz-Grün nicht unterstützt wurde. Da habt ihr euch leider nicht drüber traut. Wir Freiheitlichen hätten darin einen wesentlichen Vorteil gesehen, eine bessere Einbindung also von den Versicherten. Was erfreulich ist, es ist Gott sei Dank nach gefühlten 100 Jahren hat sich endlich also die alte Sicherungskommission im November konstituieren können. Gott sei Dank, also was man gelesen hat. Ich hoffe, dass diese auch mittlerweile die Fahrt aufgenommen hat, die Arbeit aufgenommen hat, dass sie im Interesse der Senioren die Pensionsentwicklungen und demografischen Veränderungen genau beobachtet, analysiert und gegebenenfalls auch reagiert. Nachdem wir momentan niemanden da haben von der Regierung, was ich zum Teil verstehe, darf ich jetzt also an die Abgeordneten von ÖVP und von den Grünen etwas richten. Und zwar ist mir ein Riesenanliegen, dass ihr die Hacklerpension nicht anrührt, bitte. Und schon gleich gar nicht auf die Idee kommt, dass die Hacklerpension abschaffen möchtet. Schaut bitte, dass diese Regelung für alle Versicherten, nämlich für ASVG-Versicherten, so als auch für den öffentlichen Dienst, sprich speziell die Beamten, auch gilt. Schaut bitte, dass die Bundesheerzeiten angerechnet werden. Auch da hat sich Schwarz-Grün leider unserem Antrag nicht annehmen können. Gerade jetzt sehen wir, wie wichtig unser Bundesheer ist. Gerade jetzt wissen wir es zu schätzen, sagen wir, wenn wir unsere Soldaten gut ausrüsten können. Unsere Soldaten, also welche für uns Österreicher, für unser Österreich da ist. Schauen Sie bitte auch, also dass die Jahrgänge 53 bis 57 in diese Regelung mit einbezogen wird. Denn 540 Beitragsmonate, das sind 45 Jahre. Und wie der Name schon sagt, Beitragsmonate, das sind keine geschenkten Ersatzzeiten, sondern die Menschen, es sind ohnehin nicht viele, die das schaffen, 45 Jahre zu arbeiten. Und die Menschen, welche wirklich 45 Jahre hart gearbeitet haben, Beitragsmonate geleistet haben, Steuern bezahlt haben, haben den Beitrag geleistet.
Und wie gesagt, es sind harte Arbeitsjahre gewesen, keine geschenkten Ersatzzeiten. Und es haben sich genau jene Menschen verdient, nach 45 Jahren abschlagsfrei in Pension zu gehen. Und daher 45 Jahre harte Arbeit sind genug. Dankeschön.